Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Luxon Explained, unserem Videoformat, wo es um die technischen Hintergründe von Luxon geht. Heute wieder mit einer speziellen Ausgabe, denn wir sind wieder am Luxon Campus unterwegs. Und zwar wollen wir uns heute die 24-Volt-Beleuchtung in unserem neuen Restaurant im Glorious Bastards anschauen. Also, los geht's! Servus, Lorenz. Servus. Der Lorenz war übrigens bei unseren Campushelden mit dabei. Kennt man schon aus dem ein oder anderen Video. Ist verantwortlich für die Inbetriebnahme, so auch für die Inbetriebnahme unserer Beleuchtung im Glorious Bastards. Genau. Wir haben da ein Beleuchtungskonzept umgesetzt. Das meiste ist bei uns auf 24 Volt Basis. Wir haben Retro-Leuchten Arena, die was wir über einen dezentralen Kompakt. Langsam. Also und mal ganz nach der Reihe. Was haben wir jetzt eigentlich hier? Ich sehe hier so schöne Lichtschienen. Genau, die komplette Verschiebung bei uns im Restaurant drinnen ist alles auf DALI-Basis. Okay. Da haben DALI-Extension haben wir mit an Bord, ja. Also wunderbar nahtlos zu integrieren. Okay, das ist das eine, DALI-Leuchten. Dann sehe ich jetzt da hinten was ganz Retro-mäßiges. Ja. Du hast ja schon kurz erwähnt, Retro-Leuchten. Erzähl mal, was haben wir da eigentlich gemacht? Wir haben die bestehenden Röhren drinnen ausgebaut, die was auf 230 Volt-Basis waren. Ja. Haben von uns oben im Anschlussraum haben wir einen Kompaktdimmer eingebaut. Und unseren RGBW-LED-Streifen einbaut. Und dadurch haben wir auch die Möglichkeit, dass wir einen super Farbwechsel reinmachen. Sie schauen super aus, passt genau ins Konzept einer bei uns. Und da es eigentlich mal so Retro-Industrieleuchten waren, hat man da einen riesen Anschlusskasten. Ja. Perfekt. Okay, ich sehe hier indirekte Beleuchtung, LED-Streifen. Wie haben wir das genau umgesetzt? Die haben wir auch bei uns über einen Kompaktdimmer gesteuert. Dann haben wir dezentral bei uns im Restaurant in die Sockel verbaut. Haben sie auch bei uns, wir haben zum Beispiel im Säuerinner haben wir zwei Stück verbaut. Okay. Weil wir sonst von der Leistung her nicht recht hergekommen waren. Mhm. Gerade auch mit der Menge von den LED-Streifen. Apropos Leistung, so das hört man ja immer wieder, 24 Volt. Wie ist das Ganze umgesetzt worden? Oder auf was muss man achten, wenn man jetzt so eine Installation, Lichtinstallation mit 24 Volt umsetzt? Man muss aufpassen, maximal bei uns bei den Kompaktdimmer mit 50 Watt pro Kanal, dass man da drüber kommt und halt mit der Leitungsverlegung. Okay. Dann haben wir auch das Konzept gewählt, dass wir die Dimmer überall dezentral sitzen. Also dort, wo das Licht wirkt, dort sitzt da in der Regel oder unmittelbar daneben sitzt der Dimmer. Genau. Okay. Und jetzt sehe ich da hinten aber noch Glühbirnen. Das sind aber jetzt nicht 24 Volt, oder? Nein, das sind 24 Volt. Die sind 24 Volt? Ja. Okay. Schaut nämlich aus wie eine normale Glühbirne. Ja. Das heißt, es gibt Glühbirnen, ganz normale, wie heißen sie, E27-Fassungen auf 24 Volt. Genau. Und dann auch wieder über ein Kompaktdimmer. Okay. Ein Leuchtmittel hat 5 Watt. Mhm. Und somit mit den 24 Volt Leuchtmittel haben wir auch flickerfreies Dimmen. Da wollte ich dich jetzt gerade dazu fragen, was sind eigentlich so die Vorteile? Warum 24 Volt? Wir haben ja früher jahrzehntelang 230 Volt Glühbirnen verbaut. Irgendwann kam dann mal das Thema Halogen mit ins Spiel. Aber alles auf Hochvolt-Basis. Was hat die 24 Volt Technik eigentlich für Vorteile? Wir haben einen riesen Vorteil für uns, dass wir ein flickerfreies Dimmen auf 0% haben. Aha. Jeder Elektriker kennt es, dass er irgendwann einmal zum Flickern anfängt. Gerade auch, wenn man irgendeine günstigen Leuchtmittel nimmt. Und dadurch sind wir auf das 24-Volt-Konzept gegangen, dass wir da keine Probleme haben. Okay. Also grundsätzlich wäre es ja möglich. Luxon bietet ja seit vielen Jahren einen 230 Volt Universaldimmer an, Phasenanschnitt, Phasenabschnitt. Aber, und das habe ich auch schon früher immer oft gesagt, es kann zu Problemen kommen. Ja. Also das Dimmverhalten ist nicht immer optimal, kommt immer auf das Leuchtmittel drauf. Genau. Wie sieht es hier in diesen coolen Retro-Leuchten über den Tischen aus? Ist da dann auch wieder 24 Volt Glühbirne verbaut? Da sind auch wieder 24 Volt, 230 oder E27. Okay, E27. Drinnen. Ja, gibt es sonst noch irgendwas zur technischen, zur Verkabelungsseite zu sagen von der Beleuchtungstechnik her? Von der Beleuchtungstechnik, wir sind in jeder Parzelle, also wir sind dezentral für einen Soll zum Beispiel,
steuern es mir über einen eigenen Miniserver an. Okay. Haben dann mir das komplette Konzept in einen kleinen Gateway zusammengefasst. Wir sind gleich Beleuchtungsgruppen, sind wir von den Tischen her in einer Beleuchtungsgruppe gegangen. Spots in einer Beleuchtungsgruppe und die Hängeleuchten. Das würde mich jetzt dann eh interessieren, wenn wir uns das mal vielleicht in der Config anschauen können, wie wir das Ganze umgesetzt haben. Du hast deinen Laptop dabei, suchen wir uns einen Platz und schauen uns das Ganze einfach mal in der Config an. Ja, jetzt haben wir da die Config offen. Erzähl mal, wie haben wir das jetzt von der Konfigurationsseite eigentlich umgesetzt? Wie viele Lichtbausteine etc.? Wir haben es bei uns umgesetzt. Wir gingen hauptsächlich auf Beleuchtungsgruppen. Sind mit den Hängeleuchten in eine Beleuchtungsgruppe gegangen, die Tischleuchten und zum Beispiel unsere Schienenstrahler, was wir drinnen haben. Okay. Und schalten das nachher auch je nach Bedarf, je nach Lichtstimmung ein. Okay. Wir haben es bei uns vor der Lichtsteuerung her haben wir so gelöst, dass wir einen Stimmungswechsel die Zeit auf eine halbe Stunde aufgesetzt haben. Okay. Dass man einfach auch den Wechsel von einer Lichtstimmung auf die nächste gar nicht mitkriegt. Okay, was haben wir jetzt da, wie viele Stimmungen hast du jetzt da zum Beispiel mal angelegt? Ich meine, das Ganze wird jetzt dann im laufenden Betrieb wahrscheinlich noch ein bisschen verfeinert. Ja, da sehen wir eh laufend. Wir haben jetzt bei uns im Saal zum Beispiel erst die Stimmung viel lichter drin, weil wir jetzt beim Testen auch einfach sehen, wie wir es im Endeffekt dann auch brauchen werden. Man sieht es da bei uns zum Beispiel jetzt am Lichtsteuerungsbaustein. Wir haben jetzt die einzelnen Bereiche, die LED-Streifen von den Sockel, die Hängeleuchten, haben wir alles zusammengefasst. Eigungsseitig ist noch nichts angeschlossen, weil wir momentan entweder übers Betreten in der Früh in der Küche die Beleuchtung starten im Restaurantbereich oder auch jetzt übers Tablet momentan noch von der Bar. Also logischerweise keine einzelnen Touch am Eingang, nur kein Helligkeitswert etc. Hast du dann alle Lichtbausteine vom Restaurant mit einem Zentrallichtbaustein zusammengefasst? Ja, genau, okay. Wir schalten es jetzt zentral wieder ein oder wieder aus und auf einmal beim Verlassen. Im Restaurant drin zum Beispiel haben wir beim NFC haben wir die Tasten 5 hinterlegt. Wenn sich da einer erfolgreich authentifiziert mit der Vorwahl 5, dann schaltet man vom kompletten Restaurant beim Verlust nicht Beleuchtung aus. Gibt es in der Luxon Config zu dem Thema DALI noch irgendwas zu sagen? Muss ich beim Einlernen von DALI-Leuchten irgendwas beachten? Oder wie schaut das jetzt hier auf der DALI-Extension genau aus? Wir haben bei uns das Konzept durchgezogen, dass wir zum Beispiel, dass wir immer mit der Ansicht nach Norden die Beleuchtung einlernen. Dass wir Norden ist. Im Norden starten wir mit der Nummer 1 und gehen nachher immer noch rechts. Also rein von der Beschriftung, von der Orientierung, dass man auch in 10, 5 Jahren nur weiß, okay, welches Gerät ist jetzt genau vor dem, was ich jetzt stehe. Ja, danke Lorenz, dass du uns einen kleinen Einblick gegeben hast in die technische Umsetzung der Beleuchtungstechnik hier im Restaurant Glorious Bastards. Und wenn Sie jetzt noch Fragen zum Thema Beleuchtungssteuerung haben, einfach damit runter in die Kommentare. Ich frage dich dann, du hilfst mir dann beim Beantworten der Kommentare. Und hat Ihnen dieses Video gefallen, freuen wir uns wie immer über einen Daumen nach oben. Und damit Sie kein Video mehr verpassen, abonnieren Sie doch unseren YouTube-Kanal. Ich gehe jetzt noch zur Lucy, unserer Restaurantleitung, und frage sie einfach mal, wie denn ihre Kollegen und vor allem die Gäste von dieser Beleuchtungstechnik profitieren. Servus Lucy, grüß dich. Hi, servus. Hey, wir sind jetzt in einer Woche im, wie sagt man, Pre-Opening-Phase. Genau. Du bist Restaurantleiterin. Magst du mir mal ein bisschen was dazu erzählen zu der Beleuchtungstechnik? Wie profitieren deine Kollegen und Mitarbeiter ja von der Technik, die wir da verbaut haben? Ja genau, also wir freuen uns auf jeden Fall schon wahnsinnig, dass wir überhaupt Luxon im Restaurant auch verwenden können. Ja. Es ist einfach so praktisch, weil wenn die Putzfrau dafür kommt, sie kann sich das Licht auf 100% aufdrehen und es wird alles, sie sieht alles. Wir kennen dann die ganzen Stimmungen, das wird alles automatisiert. Also das heißt, im Mittag haben wir eben viel Licht zum Mittagessen und dann tut es sich so optimieren, dass es über Nachmittag immer ein bisschen dunkler wird und dass Abend dann genau die perfekte Stimmung zum Abendessen ist, zum Dinner. Und es geht voll automatisch, hat mir der Lorenz erzählt. Also da gibt es nicht irgendwo einen Schalter oder so. Ich kenne das ja immer in der Gastronomie, sieht man ganz oft irgendwie so einen Schaltschrank irgendwo mit Sicherungen und Dimmer, den man dann alle immer irgendwie einstellen muss. Ja. Also das passiert voll automatisiert. Genau, also wir müssen gar nichts machen. Du als Gast merkst es eigentlich auch gar nicht, dass da was passiert.
Und abends ist einfach die perfekte Stimmung dann, ohne dass irgendwie das Licht einmal ganz angeht, ganz ausgeht. Und perfekt angepasst. Jetzt hast du schon gesagt, der Gast, wie profitiert der Gast davon? Oder was erlebt er jetzt hier vom Ambiente mit der Beleuchtungstechnik? Ich habe es ja selber am Abend noch nicht gesehen, muss ich zugeben. Ja, also wir haben eigentlich alle Möglichkeiten. Wir können verschiedene Stimmungen anlegen. Und es ist immer genau die richtige Stimmung zum richtigen Anlass. Zum Beispiel kann man verschiedene Bereiche, die wo man absperren können. Wenn man Geburtstagsfeier, da machen wir Partylicht und Partymusik. Und hier vorne haben wir ein klassisches Dinner, was ein bisschen Lounge-Musik ist und einfach ein bisschen heller noch ist. Okay. Hey, danke, dass wir bei dir vorbeischauen haben dürfen, dass wir uns das Ganze anschauen dürfen. Ihr seid ja noch in der vollen heißen Phase. Ab 1. Juli geht's los. Ich weiß nicht, wann das Video rauskommt, aber ab 1. Juli Tische im Glorious Bastards Collerschlag zu reservieren. Unbedingt. Lucy, danke für deine Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Ciao. Ja, in einem Projekt wie diesem hier sieht man wieder recht eindrucksvoll, dass sich die Luxon-Technik nicht nur für ein Wohnhaus, also in einem Smart Home eignet, sondern eben auch perfekt für gewerbliche Anwendungen, wie für dieses wunderschöne Restaurant hier. Ja, und wollen Sie das Ganze mal live erleben, dann einfach vorbeikommen bei uns in Collerschlag. Ab 1. Juli 2023 ist das Restaurant geöffnet. Haben Sie Fragen zum Thema Beleuchtungstechnik, Automatisierung mit Luxon, dann ab damit in die Kommentare. Und sind Sie Elektriker und wollen in Zukunft auch so tolle Projekte realisieren, dann stellen Sie doch eine Partneranfrage und werden Sie Luxon-Partner. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Wir freuen uns wie immer über einen Daumen nach oben. Und damit Sie kein Video mehr verpassen, abonnieren Sie unseren Kanal. Vielen Dank.